könnt ihr mal ein bisschen hier chillen. Dann wir gehen jetzt mal zu Annie. Nee, wir gehen jetzt zu Böckchen und dann zu Annie. Dann haben wir das. Was ein Stress. Haben wir die Kleinen abgehakt? Nein, noch nicht ganz die Kleinen. Die Kleine wartet ja noch. Ja. Boah, sieht dein Kumpel ist doch jetzt da. Lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Er kann einfach nicht ohne mich. So, jetzt kannst du mal zu deinem Kumpel gehen, ne? So. Einmal hier. Komm, einen Keks kriegst du noch. So. Nein, nee. Ich werde nachher im Live vielleicht ausreiten gehen. Mit Zoe und Böckchen. Ich habe überlegen, ob du Mittag mitkommst. Die Frage ist, wie lieb der ist, ne? Zoe! Guck mal hier. Zoe und Annie. Ist das unten mit Wasser gefüllt da? Ja. Ah. Ist gut, guck mal. Ein Loch oder was? Ja. Ich weiß nicht, was da war. Cool, wir haben schon drei Einhörner hier drauf auf der Wiese. Das eine ist wieder umgefallen. Das regt mich auf. Ich muss schon woanders anbinden. Das ist die Einhornwiese. Böckchen, komm mal her. Na? Der hat wieder eine Zeit. Ne? Können wir gleich alles im Zeitraffer spielen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Na du? Na du? Na du? Hm? Willst du auch Keks? Du hast mir noch nichts dafür gemacht. Gemein, ne? Oh, ich schnell, so bevor die Mama kommt. Haben wir auch einen Keks? Da kommt die Mama. Erstmal Sprössling vorschicken, gucken, was der will, ne? So, können wir ja. Ich hab eine Idee. Gehen wir mal in den Hof. Ja, schau mal hier. Ja, 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 ja. Fein. Ja, aua. Ja, fein. Hi, komm her. Ja. Ja, 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 ja. Ja, fein. Also üben, ne? Oh. Ich gebe meine Uhr. Komm mal hin. Fein. Ah. Ja! Das klappt ja schon viel besser. Fein! Fein! Da bleibt ja sogar da unten, wie cool! Fein, komm! Er muss ihn sogar hochheben. Fein! Ich helfe den immer hoch, ja, wenn die kleinen sind. Fein! Fein! Hey, und wir haben es auf Kamera! Ja. Weil es sieht, sah es gut aus auf dem Bild? Ja. Voll cool! Voll cool! Du musst es ja auch lernen, ne? Wie dein Brudi. Zoe. Zoe. Ja, ja. Aber so habe ich das mit Bossi auch angefangen, ne? Mhm. Einfach spielerisch. Das machst du auch, ne? Fein. Bist du dabei, das erste Richtige zu lernen? Wobei, was heißt das erste Richtige? Der kann ja so schon voll viel. Der kann ja schon das Fohlen-ABC. Hufe geben, führen kann er, putzen, überall anfassen. Ne? So diese wichtigen Sachen. Guck mal, wie groß der geworden ist. Oh, kraulen. Oh. Das liebt er, ja. Kleine Plüschteddy hier. Oh, es ist warm, das Fell. Oh, es ist gut. Es ist gut. Aber krass, der ist so komplett unterschiedlicher Typ im Vergleich zu Bossi. Ja. Der ist so eher ruhiger, viel feinfühliger als Bossi. Oh, jetzt haben wir es gefunden. Jetzt haben wir es gefunden. So, Bossi hört, holt sich seine Aufmerksamkeit so mit aller Gewalt und der so clever. Also umgerechnet verbringe ich viel mehr Zeit bei dem, lustigerweise. Ne? Ohne dass der so indirekt fordert. Der ist halt einfach da, ne? Ja.
Du hast ein Fell. Der ist total plüschig, ne? Ja, der hat noch kein einziges Mal dieses Jahr so ein schönes Sommerfell wie das andere Fohlen bekommen. Ja. Bist du ein Teddy-Pferd? Hm? Die Nase. Ja, wir sind Tapir. Ja. Ja, ist gut, ne? So richtig Massage, so richtig Massage, ne? Massage, so über das ganze Pferd. Ja, das liebst du, ne? Das weiß ich. Und die Kippe. Ich glaube, meine ganzen Pferde treten nicht, weil sonst werden sie nicht mehr hier massiert. Ja. Ja, dann ist das vorbei. Boah, ey, das Fell ist so heiß, wenn du sie massierst. Ne? Da bin ich so aufgewärmt. Hm? Das bin ich aber schon so schmutzig wie du. Habe ich gesagt, dass du das fein gemacht hast, kleiner Mann? Hast du richtig fein gemacht. Hast du richtig toll gemacht. Ja, so richtig toll hast du das gemacht, ne? Richtig toll. In unsere Ohren müssen wir auch noch reinwachsen. Ja. Ganz dringend. Die sind viel zu groß. Ja, die sind wirklich zu groß. Aber da bin ich mal gespannt, echt, weil also in die Ohren muss er definitiv noch wachsen. Mhm. Ja, die sind so groß wie von einem Großpferd. Ja. Und Bossi hat so kleine, süße Ohren. Der wird das voll der Zwockel, weißt du? Haben wir das jetzt zu wenig gefilmt, Carlo und Bossi? Aber da passiert nichts Spannendes eigentlich. Ja. Wenn die jetzt gelaufen wären, wäre ja noch mal was gewesen. Dann müssen wir eigentlich bei dem Video, bei Karl und Bossi, müssen wir jetzt Veterinäramt. Nochmal davor schneiden, ne? Nee, informieren. Ach so, ja. Markieren. Ja, siehst du, das ist auch was der kann, ne? Kekse aus dem Mund nehmen. Muss ein Pferd unbedingt lernen. Das ist essentiell für die Ausbildung. Ja, unglaublich, unglaublich wichtig, ne? Das wird einem irgendwann mal nützlich sein. Wichtig ist das für euch. Oh, warum kein Pferd, das mir so oft am Fuß gleitet wie du? Ich habe das Gefühl, das ist auch sowas, wo ich das Gefühl habe, das macht er einfach mit purer Absicht. Und das Einhorn muss ich mich später mal kümmern. Der guckt gerade voll sauer, warum? Warum? Weil er weiß, dass ich gehe. Oder weil ich meinen Fuß nicht hingehalten habe. Ja, warum ziehst du denn auch weg? Hallo? Okay. Warte. Komm. Jetzt wird er sauer. Halt mal her. Komm her. Wie lustig. Jetzt spinnt er wieder. Da. Ha, oh, langsam. Ha, erstmal Mama umrennen. Ha, krieg die Mama ab. Mama! Halt mal, Mama! Komm her! Boah! Was für ein Rüpel, ne? Achso, der will trinken. Toll, jetzt hat Zoe den Salat. Ja. Das hast du sauer gemacht. Aha. Jetzt muss er einfach trinken, Energie sammeln. Ich muss diese Pools auch wieder befüllen. Yam, 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 yam. Da spratzt die Milch, ja? Ja. Das ganze Bein von Zoe ist voll.
Der kann aber auch nicht vernünftig trinken. Das ist aber... Na du Milchmaul. Wieder backen. Bums. Tschüss. Trennt die wieder da hinten in die Ecke. So ist echt clever. Die sagt dann so, komm, leck mich am Arsch. Geht da hinten in die Ecke, bleibt dann da stehen. Ja. Muss da weiter. Dann merkst du echt, dass die Pferde irgendwann älter werden. Okay, komm, geh mal rein. Mach mal. Mal Elli. Gehst du auf den Platz? Ha? Auf den Platz? Let's go! Muss man das echt festdrehen? Einmal schön. Ha? Festdrehen? Festdrehen? Den frisch behandelten Rücken wieder strapazieren. Man kann mal einer die Tür aufmachen von euch. Ach. Oder so. Multitasking, die Frau. Poolwasser können wir eher wahrscheinlich nicht zu trinken. Was sagst du? Warst du eigentlich überhaupt einmal da drin? Ja, zeig mal das Wasser. Ich würde es nicht wundern, wenn da Frösche drin leben. Wer weiß, was da reinkommt. Rogero, das ist nicht für dich. Das kommt da auch wieder weg. Der beschwert sich schon. Ja, dann lass hier weg. Zoe, komm mal her. Gleich kommt der Kleine angerannt. Komm, guck mal. Der Hund hat's nur gebracht. Ja, komm mal! Was ist los? Oh je. Ich hab da gerade gepennt. Nein, nein, das für den Kleinen. Willst du ein Gebiss? Und jetzt? Ah, nachher gehen wir reiten. Was machen wir denn drauf? Heckemau? Ich glaube, es ist Heckemau. Hier. Hier. So, komm, trink mal was und wir hauen wieder ab. Ich geh jetzt zu deiner Annie. Und zwar ohne dich, kleine Schlawiner. Ich glaube, zumindest passt der nicht mehr ganz unten drunter mittlerweile, ne? Warum ist der so geschwitzt an der Brust? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er gerade gelegen. Der hat wahrscheinlich gelegen und gepennt. Irgendwie sieht die andere Seite aus. Ja, aber das ist nass auch. Ja, er trinkt ein bisschen. Hab, 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 hab. Hey! Ich kann mir vorstellen, dass er einfach gepennt hat. Deswegen ein bisschen geschwitzt. Der legt sich halt. Gesundheit! Der legt sich aber auch immer genau in die Sonne. Ne? Also, komm, Annie. Meine Güte. Ja, schlimm. Oh je, die wollen schon wieder irgendwas von mir. Mich nerven oder so. Rodero! Was? Ah! Ah! Ich hab doch verstanden. Dass ich sowas wieder mache. Nein.